Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2015-2 und besprechen wollen wir heute die Aufgabe 3. Bei der Aufgabe 3 geht es um eine Straßenlaterne und die Skizze zu dem Thema sieht wie folgt aus. Eine Straßenlaterne ist mit einem Seil mittig über eine Straße gespannt und erleuchtet von hier aus sozusagen den Boden. Wir wissen aus der Aufgabenstellung, dass die Breite der Straße bzw. die Breite der Aufhängung 30 Meter ist und dass die Lampe einen Durchhang von 0,66 Meter hat. Wir wissen, dass die Anfangstemperatur 25 Grad ist und zu diesem Thema werden nun folgende Fragen gestellt. Wie lang ist das Seil, das bei dieser Temperatur verlegt werden muss, um den geometrischen Anforderungen zu genügen? Also, dieses hier